Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Runde FIFA 22 Karriere. Warum ist Freiburg so müde? Sind die noch im Pokal? Ja, gerade mal reinschauen. Waren sie im Pokal, ja. Wir haben gewonnen. Wieso stehen die nicht im Finale? Ach so, Arminia Bielefeld gewinnen. Okay, wir werden gegen Dortmund gekommen. Und Bielefeld ist einfach im DFB-Pokalfinale. Kann man sich nicht ausdenken. Das gibt's gar nicht. Stellt euch vor, wir hätten gegen Dortmund gewonnen. Wir hätten gegen Bielefeld im DFB-Pokalfinale gespielt. Wen haben die denn rausgekickt alles? Erst Ingolstadt. Dann Pauli. Dann Wien, dann Darmstadt, dann Freiburg. Wie viel Losglück kann man eigentlich haben? Die stehen jetzt im Finale, Bielefeld. Unfassbar. Ja, das sind da eigentlich gute Voraussetzungen für uns. Spielen auch sehr offensiv, die Freiburger. Aber Bielefeld im DFB-Pokalfinale, dass ich das noch erleben darf. Faszinierend. Ich finde so Sachen generell immer faszinierend, wenn dann so bei FIFA gerade so Sachen passieren. In echt ja eher weniger. Weil es Freiburg auch letztes Jahr geschafft hatte. Aber trotzdem freut mich. Wir sehen jetzt noch das Finale gewinnen. Aber wahrscheinlich wird Dortmund das Finale gewinnen. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ich freue mich auch noch. Noch. Weil wir in letzter Zeit gut drauf sind in der Mitrovic. Liga. Jetzt schon Vlahovic. ziemlich oft zu Null gespielt. Kommt jetzt der Ball Mehr wie ins in der ganzen Strafraum. Hinrunde. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jeder. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Da ist der Torwart da. Wir müssen auf jeden Fall jetzt jedes Spiel gewinnen. Es sind noch 4 Spieltage, anders da würde mit der Meisterschaft nichts. Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Allerdings kommt jetzt noch ein anderer Faktor ins Spiel, nämlich die Zeit. Anspiel kommt gut. Ich bin nämlich eigentlich schon ziemlich weit Abwehrversuch scheitert. Richtung Jahresende. Weiß gar nicht, ob ich noch eine Saison schaffe. Evan Dika. Ich muss mal schauen. Eggestein. Nein! Riesenchance! Oh, nicht das Tor! Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff, aber so weiter. Nicht läuft das Let's Play bei FIFA halt eben mal bis Januar durch. Mal mache ich ja eh immer so, dass ich das FIFA Let's Play so bis Januar, bis Dezember so laufen lasse. Die gehen heute volle Lotte auf den Dreier, die wollen das jetzt. Mitrovic! Szene geht weiter nach diesem Weil ich dann noch Zeit habe, das andere FIFA vor aufzunehmen. Das war gefährlich. Ich einen kleinen Puffer ein habe. Aber wenn ich das hier jetzt noch bis November ziehe, energischer Angriff jetzt. Sie suchen kriege ich eigentlich nicht so weit vor aufgenommen. Aber mal Einwurf schauen. Für die Gladbacher. Er holt sich vorne den Ball. Was für ein schlechter Einwurf. Mecha. Und den Ball hält der Torhüter fest. Aber wie gesagt, ich schaue, dass wir noch eine dritte Saison schaffen. Ja, da ist er zur Stelle, nee, Ballgewinn. So nicht. Macht er gut. Geblockt vom Verteidiger. Und traurigerweise könnte man argumentieren, ich könnte ja beides aufnehmen, aber ich habe auf der aktuellen PlayStation hier, wo ich FIFA zocke, gar keinen Speicher mehr, obwohl es die Pro ist. Meine Speicherkapazitäten sind überfüllt, guter weil ich so Vorstoß viele Spiele jetzt auf einmal habe. Spielt den Ball. Bomben und jetzt, oh, hält er den, das gibt's doch gar nicht. Nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr bereinigt.
Oh, das Abseits, ja, ja, toll. Das ist Abseits, klar. Sie spielen den Pass, obwohl sie doch eigentlich sehen, dass da jemand im Abseits steht. Kann dem Trainerteam auch nicht gefallen. Das war unüberlegt, das war überhastet. Der Versuch war harmlos. Der Abschlag ist ihm völlig Tor. Für Unglück. Kann jetzt gefährlich werden. Was für ein Torwartfehler. Mitrovic schnutzt das natürlich direkt Spiel. Aus. Aber was war das denn für ein Bock? Ja, das darf er nicht machen. Das ist normal eigentlich eher genau mein Ding. Ist ein klarer Torwartfehler. Aber noch schön angeholt von Mitrovic für, dafür, dass er eigentlich so versprungen ist am Anfang. Und jetzt die Gladbacher also vorne. Lukas Meja. Da hat so ein wenig die Präzision. Ja, ich glaube, die Freiburger sind durch das Pokalfinale hier, durch das Pokalhalbfinale etwas aus der Spur. Aber bei den Toren sind etwas neben der Spur so. Das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Chance lebt noch. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Jonas Hoffmann. Ja, auch wir. Hallo. Ja, auch wir dürfen mal Glück haben. Normalerweise muss das eigentlich das 1-1 sein. Jetzt der Vorstoß. Und das gibt Eckball. Aber nur normalerweise. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ecke kommt in die Mitte. Ball geht weit vorbei, kein guter Kopfball. Wissen Sie auch, da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Ja, klasse Pass. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Jetzt könnte die Chance entstehen. Ah, das könnte es sein. Da passt Sommer auf und macht das problemlos. Haberer. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Da kommt er raus und hält den Ball. Ja. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Ja. Das wird es dann auch gewesen sein. Also ich muss sagen, ich muss mich echt bei Freiburg bedanken. Also ich glaube, ohne den Torwartfehler hätte es hier auf jeden Fall noch 0-0 gestanden. Zur Pause steht es 1-0 in knapper. Von daher, Wolfsburg noch 0-0, das ist auch schon mal top. Guter Auftritt bislang der Fohlen-Elf. So müssen sie auch in der zweiten Hälfte auftreten, dann kann es klappen. Mitrovic. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Oh nein, bitte. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Yusuf Yasici heißt der Torschütze. Es war ein abgefälschter Ball, glücklich also, aber Tor ist mal schauen, vielleicht, je nachdem, wenn sie uns verlängern, vielleicht wechseln wir auch wirklich mal den Verein. 1-0. Gespielt sind 47 Minuten. Um zu schauen, wie es dann weitergeht. Wäre eigentlich auch mal den Ball hat er, ganz souverän. Aber eigentlich will ich auch irgendwas gewinnen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Oh, da war der Schiedsrichter. Natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Dennis Zakaria. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Er ist frei. Da kann was draus werden. Klasse Pass. Eggestein bekommt den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, da ist der Ausgleich. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück. Das gibt's doch nicht. Wir schauen nochmal auf das Tor. Ausgangspunkt war der schöne Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er.
und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das war es auf jeden Fall mal mit zu 0. Geht vielleicht was für Gladbach. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Das ist wieder Abseits. Aber dann wäre es zu leichtsinnig. Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Nein! Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Ich hab's noch gesehen. Sind wir natürlich live für Sie vor Ort. Es ist auf jeden Fall Materia weg. Ob der hier aber jetzt schlechter ist, ist die andere Frage. So, ja, diesmal passt es. Boah, verflixt, Alter. Ja, die Fans, die wissen, da war viel Glück dabei. Sie dürfen ihnen solche Chancen eigentlich nicht geben, weiterhin unentschieden. Sie unterstützen gut. Gute Aktion. Dennis Zakaria. Jetzt aber. Sie liegen. Bom. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Da ist jetzt er wieder. Ja eigentlich eine Reaktion kommen. Mitrovic. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Flauwitsch kommt raus. Flauwitsch trifft jetzt am Schluss gar nicht mehr. Und genau das tut er. So überholt Mitrovic Flauwitsch noch. Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht am Anfang. Eine enge Kiste. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schöner Pass. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut, aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Es läuft gut, sie legen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Oh, schöner Ball auf Thuram. Klappern über den Flügel jetzt. Ach. Jetzt gibt es hier die Ecke. Ecke in den Strafraum. Gefahr bereinigt. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Gegen Leverkusen. Es geht für Sie gegen Leverkusen im nächsten Match in der Bundesliga. Da dürften Sie relativ leichtes Spiel haben. Wo ist Leverkusen nun? Ich hatte gerade eben erst geschaut. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, Stefan, wo Leverkusen Leiner steht. Klasse Pass. Gefährliche Szene. Gibt Abstoß. Oh, was macht er denn? Wir geben kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der Torschütze Erling Haaland. Ein abgefälschter Ball war das. Auch ein bisschen glücklich, aber er hat es trotzdem richtig gut gemacht. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 81 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Oh, Dortmund hat unentschieden gestanden. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Könnte was werden. Guter Pass. Kann er was draus machen? Na, aber trotzdem, wir sind noch im Ball. Am Ball. Im Ball sind wir nicht. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Wird das die Entscheidung? Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Oh, dann geht der an den Ball, wo im Abseits steht. Da fällt mir der Kopf ab. Kopf ab, so. Auf jeden Fall. Weil es ab und an verfalle ich immer wieder ins Blatt. Oh, viel Platz jetzt. Er hat den Ball. Oh, da kriegt. Szene geht weiter. Was, Abseits? So, das ist das Ende dieser Partie, liebe Fußballer. Ah, aus. Wir halten fest. Schön, wie Sie da die. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Das ist sehr, sehr gut. Schauen wir mal, wie der Rest gespielt hat. Wolfsburg hat gewonnen. Oh, Bayern verloren gegen. Dortmund verloren gegen Bayern. Leipzig unentschieden gespielt. Aber es wird immer enger. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Leipzig, Wolfsburg muss noch eins verlieren. Eins. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unserer Kamera gekommen sind.
Aber wie gesagt, Mitrovic im Moment gigantisch, muss man sagen. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, froh, dass wir ihn haben. Und ja, wie gesagt, ein Ausrutscher in 3 Spielen braucht Wolfsburg. Und dann könnten wir es schaffen. Nur einen. Wenn wir alles natürlich gewinnen. Ich weiß nicht, gegen wen Wolfsburg jetzt noch spielt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hoffentlich nicht am letzten Spieltag. So. Ist erstmal der Dings fertig. Entwicklungsplan. Von Ben Sebaini. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, gegen wen sie spielen. Wir spielen gegen Leverkusen. Wo sind die? Um 8. Platz. Auf dem 8. Wie sieht es eigentlich im Abstiegskampf aus? Oh, steht eigentlich schon so gut wie fest. Mainz, ja, 3 Spiele. Ja, ich denke mal, das wird so bleiben. Es wird jetzt schwierig, wer kommt in die Relegation und wer nicht. Schalke spielt gegen Leipzig, das würden sie wohl nicht packen. Bochum gegen Wolfsburg, da müssen wir Bochum an die Daumen drücken. Und Köln gegen Dortmund. Ja, das wird nicht so einfach. Und hier, Mitrovic hat sich mit Vlahovic zusammengetan. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Spiel gegen Leverkusen. Bis dann. Ciao, ciao.